Ja, wir fangen an mit Isra. Isra, now, 2 weeks ago, you got the message that you are nominated for the future Olympic team. How do you feel now, in the last 2 weeks, to realize that you can live now your dream to be part of the Olympics? Hi. Well, I think this is quite amazing. And first, I couldn't describe how I feel. Like, I was jumping around. I was so happy. Because, you know, no one had this chance. And yeah, I think I'm happy and proud at the same time. And yeah, I have this feeling that I have to work more so I can be proud and make everyone proud too. Okay, and now to the Olympics, what do you think? What is your goal for the sport thing and for everything else around the Olympics? Well, I think every goal, like every athlete, have the goal of an Olympic medal, a gold one, of course. And I think this is my dream too and my goal. But I think we need more time, so not in Rio, maybe in Tokyo. And yeah, I think this is my goal. Danke, yeah. Neben Lena sitzt Felix Auberg, unser Exil-Österreicher, vollkommen integriert in den deutschen Prozess. Felix, du weißt am längsten von uns allen, dass du nach Rio fliegst. Was hat sich seitdem für dich so verändert? Oder ich meine, es ist ja auch für dich ein Traum gewesen, wir kennen uns ja nun auch schon ein bisschen länger. Jetzt weißt du, du bist dabei. Und seitdem irgendetwas, was sich verändert hat, Training, neuer Trainer sicherlich auch. Also ich hatte letztes Jahr schon das Glück, dass ich mich qualifizieren konnte für die Olympischen Spiele. Das hatte ich mir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt nicht erwartet. Damals war ich überglücklich und war bereit, da jetzt ein Jahr voll zu trainieren und mich auf diesen Höhepunkt vorzubereiten. Das hatte ich also viele Vorteile natürlich, da ich dieses Jahr nicht um meinen Platz zittern muss, wie zum Beispiel viele andere. Ja, dann kam es aber leider so, dass die Weltmeisterschaft im Sommer nicht so erfolgreich verlaufen ist für mich. Und ich dann im September einen Trainerwechsel hatte und seitdem läuft das Training aber wieder viel besser und ich konnte im April und Mai jetzt bei der Europameisterschaft einen 4. Platz herausschwimmen und jetzt bin ich zuversichtlich, dass die Olympischen Spiele so klappen werden, wie ich sie mir vorstelle. Du hast die Europameisterschaften angesprochen. 4. Platz. Ich meine, du startest ja für Österreich, aber wenn ich richtig informiert bin und das richtig gesehen habe an dem einen Tag, hast du eigentlich auch eine deutsche Norm geknackt. Ist das für dich eine zusätzliche Bestätigung, dass du sagst, ja, ich könnte eigentlich auch für die Deutschen starten, wenn sie damals mal so fit gewesen wären und dich zu integrieren, nicht nur zu integrieren, sondern dir auch den deutschen Pass zu geben? Das ist natürlich eine schöne Selbstbestätigung, wenn man sieht, dass man für andere Länder auch natürlich zu den Olympischen Spielen fahren dürfte. Aber im Endeffekt bin ich jetzt so sehr glücklich, dass ich für mein Heimatland starten kann und das ist auch gut so. Neben dieser Klasse, unser neuer Kollege, seit dieser Saison auch vollwertiges Mitglied des Trainerteams. In der vergangenen Saison musste Lasse immer noch so ein bisschen aushelfen und mit Überstützpunkt. Lasse, du weißt leider noch nicht, ob du fix nominiert bist für die Olympischen Spiele, für das österreichische Team. Du wirst es Anfang Juli ungefähr erfahren. Das ist so der Nominierungszeitraum für die Österreicher. Aber Felix ist dabei. Ich glaube, man kann es wirklich sagen, es ist ein großer Verdienst, dass er auch jetzt bei der EM Vierter wurde und eigentlich ja, mit sehr großem Selbstbewusstsein nach Rio fliegen kann. Was sind eure Ziele für Rio, für Felix, unabhängig davon, ob du am Mittelrand stehst oder vom Fernsehen? Ja, du hast noch mir. Was sind unsere Ziele? Ja, ich denke, Trainer haben hohe Ziele, Sportler stellen sich die Ziele selber. Und Felix ist ein Sportler, der ja, an sich einen sehr hohen Anspruch stellt im täglichen Training, aber natürlich auch im Wettkampf, das hat auch jetzt die EM bewiesen.
dass er sehr couragiert angegangen ist und sich eben auch den Spitzensportler in Europa stellt und eben eigentlich nur ja, mit einem kleinen Wimpernschlag die Medaille verpasst hat. Aber ich denke, das ist der richtige Weg international, wenn man mal eine Medaille machen will, eben wirklich so aggressiv anzugehen bzw. offensiv die Rennen zu gestalten. Wir sind zu EM gefahren mit dem Ziel, wenn alles gut läuft, im Finale zu sehen. Dann war die Konkurrenzsituation dort sehr, sehr stark, was ungewohnt war in der EM vor Olympia. Aber mit einem sehr couragierten Vorlauf ist er ins Finale geschwommen und konnte eben dann da nochmal seine Bestzeit pushen. Und wenn ich ihm vorgesagt hätte, er ist schon 3,46, dann ja, hätte er mich angelächelt und gesagt, ja, erzähl mal. Also von dem her sind wir damit sehr zufrieden. Ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass wir eben auch eine ganze Woche auf einem hohen Niveau absolvieren können. In Rio wollen wir die 400, die 200 Kraul und die 1500 Kraul angehen. Aus meiner Sicht ist es ja, seine erste Olympischen Spiele. Und er muss lernen, er muss dazulernen, er muss den Druck lernen. Und ich denke, ja, mit drei Strecken im Vorlauf kann er sehr gute Erfahrung sammeln. Und wenn alles gut passt, ja, soll man ruhig mal von einem Semifinale oder Finale auch träumen. Also wir fahren nicht hin, um einfach nur zu schwimmen, sondern ja, wir wollen möglichst weit kommen.